Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Boxerschnittbox von Mert. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Boxerschnitt von Mert. Das Ganze am 6. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Die Box ist im Querformat gehalten, wie wir sehen können, in schwarz. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal der Länge nach die Folie auftrennen und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also, wie gesagt, schwarze Box im Querformat, das Ganze ist in Hochglanzoptik, wie wir sehen können, ist vom Design her ganz schlicht gehalten. Wir haben hier in der Mitte den Schriftzug Boxerschnitt Mert, darüber lesen wir noch Hustler Music und Mert Abi präsentiert, also Hustler Music, das ist ja das Label, bei dem Mert unter Vertrag steht. Dann haben wir unten rechts noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch, ansonsten hier rundum in schwarz gehalten und das ist spannend. Auf der Rückseite, die eigentlich verdreht ist, also der Deckel steht quasi auf dem Kopf, haben wir dann hier noch die Credits und einen Barcode. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, schauen wir mal hinein. Der Deckel ist abnehmbar, von innen weiß. So, hier haben wir dann nochmal eine Box, einen kleinen Karton, genau in derselben Optik wie auch die Box an sich. Dann haben wir hier eingeschweißt ein Stück. Ja, dazu kommen wir gleich noch. Dann einmal das Album, ein Poster und zwei Sticker. So, wie ihr sehen könnt, ist die Box auch auf der Unterseite von innen weiß. Packen das Ganze mal zur Seite. Und nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, werden wir die hier mal rausholen. Also wir haben hier einerseits so einen Kittel, dann haben wir hier einen Karton. Ah ja, Haartrimmer steht hier, alles klar. Dann machen wir das auch mal auf derweil. Okay. So, nachdem wir jetzt die Sachen mal aus den diversen Verpackungen geholt haben, fehlt uns noch das Album, das ist verschweißt. Und dann kommen wir auch schon zum Album an sich. So sieht das aus. Boxerschnitt, Mert lesen wir hier wieder, Hustler Music und Mert Abi präsentiert. Oben links diesmal der Verbraucherhinweis in schwarz und weiß. Und dann haben wir hier den Interpreten auf einem Friseurstuhl sitzend in einem roten Adidas Trainingsanzug. Und auch die Schuhe sind in rot und weiß von Adidas. Und hier rechts haben wir einen Herrn, der ihm gerade hier die Seiten kürzen dürfte. Das Ganze kommt in einem regulären Schulcase. Auf der Seite lesen wir auch wieder Mert Boxerschnitt. Und auf der Rückseite haben wir den Interpreten mit eben dieser Frisur hier. Dann haben wir die Tracklist. 15 Stück an der Zahl und 3 Features, wobei ein Feature-Gast hier zweifach drauf ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe von diesen Herrschaften zuvor noch nie gehört. Burry oder Burry Soprano, sorry, falls ich das falsch ausspreche. Und Kazawi. Also bisher noch nie gehört. Dann haben wir hier unten noch die Credits. Dann werfen wir auch hier mal einen Blick hinein. So, als erstes das Booklet. Wir haben hier einmal die Tracklist nochmal aufgelistet, inklusive der Info, wer produziert hat. Weitere Aufnahmen von Mert. Das zieht sich jetzt so durch vom Design her. Jawohl. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch die Credits, wer daran beteiligt war. Gut, Hustler Music zum Ende. Dann kommen wir zur Album-CD, die ist auch so schlicht gehalten wie das Boxcover, so sieht das aus.
und auf der Rückseite glatt schwarz. So, genug zu dem Album. Es ist übrigens das dritte Album von Mert. Dann haben wir mit dabei Sticker, zwei Stück an der Zahl. Einmal diesen hier, rechteckig in schwarz und silber. Und dann haben wir diesen noch quadratisch. Also zwei Sticker mit dabei. Dann ist mit dabei ein Poster. Und zwar sieht das so aus. Im Querformat hier rechteckig. Also hier einmal Mert am Shisha rauchen. Und auf der Rückseite, ja, wie man ihn kennt, ebenso mit Shisha. Diesmal allerdings aufrecht, also im Hochformat das Ganze und im Comic-Stil gehalten. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch so diverse Symbole. Also wir haben hier einmal PlayStation-Controller und einen Dürüm, so wie das aussieht, die durch die Gegend fliegen. Okay. Also einmal Comic-Stil, einmal normales Foto. Dann haben wir etwas mit dabei. Das kam ja in diesem kleinen Schächtelchen hier in dieser Box, wie gesagt. Hier haben wir nochmal die Inhalte aufgelistet. Was lesen wir hier? Haartrimmer, Aufsatz, Stromkabel, Bürste und Schmieröl. Okay, also ich glaube, das dürfte jedem irgendwie bekannt sein, dieses Gerät, wenn man schon mal beim Friseur war. Wir haben hier einen Haartrimmer, der sogar direkt losstartet. Also ein Haartrimmer in weiß und dunkelgrau gehalten. So sieht er aus. Funktioniert. Ah, das ist spannend. Funktioniert hier auch mit Batterie. Also ist hier eine Batterie drin. Aber langfristig macht das natürlich dann mehr Sinn, wenn man das Ganze ansteckt. Wir haben hier vorne einen Aufsatz, den man natürlich auch austauschen kann. Also ihr könnt dann hier den Aufsatz abnehmen bzw. vergrößern oder verlängern. Hier vorne lesen wir dann auch wieder Boxerschnitt Mert. Also abnehmbar, dann ist wirklich ohne Aufsatz oder aber entsprechend die Länge einstellen. Es ist jetzt leider nicht genau beschriftet, die Länge, aber man kann das ja dann ungefähr so von der Optik abschätzen. Dann haben wir ein Stromkabel mit dabei. Das eine Ende für die Steckdose, das andere geht hier hinten in diesen Haartrimmer hinein. Eine Bürste ist mit dabei zum Reinigen. Also damit könnt ihr die ganzen feinen Härchen aus dem Haartrimmer rausbürsten. Und als letzten Inhalt dieses Haartrimmers haben wir dann auch noch hier so ein kleines Fläschchen, das bei mir leer ist. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so gedacht ist, weil ja hinten, wir erinnern uns, hier stand ja Schmieröl. Also von Schmieröl ist dieses leere Plastikfläschchen weit entfernt. Aber ja, könnt ihr natürlich dann selber auffüllen. Dann haben wir noch eine kleine Anleitung hier, einmal auf Englisch, wie man mit dem Ganzen ungefähr umzugehen hat. Ja, ist glaube ich ziemlich selbsterklärend. Dann packen wir das Ganze mal wieder zurück. Also passender Inhalt zum Albumtitel Boxerschnitt. Und dazu, zu diesem Haartrimmer-Set, gibt es dann passenderweise auch noch diesen Inhalt hier. Und zwar haben wir hier einen Friseurkittel. Also hier oben ist das Halsstück. Bedeutet, wir haben hier dann das Ganze mit so einem Gummizug gerafft, dass es auch wirklich eng am Hals anliegt. Hier hinten kann man das dann ineinander verhaken. Und dann haben wir hier auf der Brust einmal den Schriftzug Boxerschnitt Mert in Gold. Dann jede Menge ganz feine Mert-Schriftzüge ebenfalls in Gold. Und in der Mitte haben wir dann hier so ein Plastik, so ein durchsichtiges Plastikteil, also ein Sichtfenster. Bedeutet, wenn ihr dann da sitzt beim Friseur oder zu Hause, wo auch immer ihr diesen Kittel verwenden wollt, dann könnt ihr hier unten, was auch immer, eine Zeitschrift lesen, euer Handy benutzen, egal was. Ihr könnt hiermit dann durchsehen und könnt somit die Zeit beim Friseur ein bisschen besser nutzen. Aber die meisten Friseure reden eigentlich immer so viel, deswegen, ja, unterhaltet euch mit ihnen. Dann haben wir hier noch einen Zettel, und zwar lesen wir hier 100% Polyester und made in Bangladesch.
Grüße gehen raus. So sieht das Ganze dann von innen aus. Also der ist echt recht lang. Sollte auf jeden Fall den Schoß und die Beine bedecken. Ist dann hier in schwarz gehalten von innen. Wie gesagt, außen mit diesem goldenen Mert-Schriftzug. So, wir packen das Ganze mal wieder zusammen. Und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Friseurkittel mit Boxerschnitt und Mert Branding. Dann haben wir hier einmal diesen Haartrimmer samt Zubehör. Der kommt in diesem kleinen Schächtelchen hier, in diesem Karton. Das Poster einseitig, nein, zweiseitig bedruckt. Einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Sowie natürlich zwei Sticker. Einmal quadratisch, einmal rechteckig. Und natürlich das Album an sich im regulären Jewel Case. Insgesamt 15 Tracks und 3 Features. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box. Boxerschnitt von Mert. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mert unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.